was bisher geschah. Ja, das ist ja schön. Wir sind offensichtlich ein Raumfahrer, der kurz davor steht, seinen ersten Trip ins All zu machen. Nun konnte er endlich ins All und allen von oben auf den Kopf kacken. Na, Patricia? Oh ja, wärst du mal lieber auf die Weltraumschule gegangen, so wie ich, dann würdest du jetzt dir nicht alte Wasserrohre angucken müssen. Der Helikopter. Auf zum Atem! Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Wahrscheinlich nicht das, was sie gewohnt sind, denke ich. Und schon wieder bin ich irgendwie auf dem Trichter, dass ich vielleicht kein richtiger Mensch bin. Ich komme mir vor, als wäre ich irgendein schlecht laufender Roboter, der getestet wird. Ist das mein Kaffee? Er ist leer. Oh, shit! Was ist hier los? Und täglich grüßt die Raumstation. Die Musik macht einen fertig. Oh, fuck. Oh, guckt euch mal an, wie die aussieht, die Patricia. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich in dem Versuchslabor der Aliens bin, die mich schon seit Ewigkeiten untersuchen. Do not interact with subject off script. Pam! Pam, du Fleck! Ja, das ist super spannend eigentlich. Also es ist genau der Albtraum, den man vielleicht hat manchmal, dass man beobachtet wird. Und in diesem Fall kriegt man den absoluten Beweis, dass man beobachtet wird. Ja gut, das bringt mir nichts. Hier kann ich natürlich noch nichts machen. Ich habe nämlich den Code nicht. Ja, das alles hat natürlich einen extremen Truman-Show-Vibe. Ich bin also gar nicht so wichtig, dass mich ein Helikopter abholt. Oh, oh, da sehe ich doch schon, was in dem Test-Chamber. Ja, was ist denn mit mir passiert? Irgendwas war wohl. Bei einem der letzten Male, als ich hier untersucht wurde, ist irgendwas mega schief gegangen. Aber sie haben es einfach weiter durchgezogen. Ich werde alle Tassen töten. So. Was? War das ein... Alter! Schaut mal! Pam, pam, pam! Ja, hast gesehen, dass ich dich gesehen habe. Was jetzt? Als was? Ah! Ich hätte jetzt gedacht, er hat sich weiter verkleidet. Traumazentrum und dann Waffe abnehmen. Traumazentrum. Die Luke. Ah ja, das ist die. Es heißt also, man kann zum Beispiel hier hochkommen, indem man sich hier so eine Treppe schafft. Gleich gehen wir hier weiter und zwar durch diese große Tür. Alter, ich werde dieses Spiel mit großer Freude knallhart durchnehmen. Bin sehr gespannt, worum es hier geht. Wir spielen Prey in knallhart durchgenommen und haben bisher nur eine Stunde hinter uns. Es ist ein Spiel, in dem man auf dem Weg zu einer Raumstation ist, dann plötzlich merkt, dass man à la Truman Show eigentlich die ganze Zeit das Experiment war, sich nie wirklich wegbewegt hat und komischerweise auch hinter den Kulissen mehr oder weniger das Chaos losgebrochen ist, denn irgendwelche seltsamen, in der Mangelung eines besseren Wortes nenne ich sie Aliens oder Monster, die sogenannten Mimics, das sind so kleine tintenklecksartige Wesen, die sich auch in Gegenstände und irgendwelche Alltagsgegenstände verwandeln können und somit unsichtbar machen können, die haben die Backstage-Area meines Lebens sozusagen erobert und haben da alles niedergemacht. Und dadurch kam ich überhaupt erst auf die Idee, dass da was nicht stimmt. Und viel mehr habe ich noch nicht rausbekommen. Ich habe eine Waffe bekommen, das ist die Goo Gun. Die schießt so kleine Schleimklumpen, die dann erhärten und mir Wege ermöglichen, auf die ich vorher nicht gekommen wäre. Außerdem habe ich den guten alten Schraubenschlüssel. Und wenn ich jetzt gleich die Taste drücke, muss ich mit dem Schraubenschlüssel einen der Mimics erledigen. Ich habe dummerweise schlecht abgespeichert. Das heißt, er ist mitten im Sprung und ich habe keine Energie mehr. Gucken wir mal, wie das läuft. Achtung! Vitalwerte kritisch. Ah, da ist er! Oh.
okay, der ist weg. Oder habe ich da noch ein, zwei Mal aus Versehen auf den armen Robert eingeschlagen? Ja, die Mimikreste kann man sich auch angucken. Kann natürlich auch wie immer alles tragen, benutzen, was auch immer. Warum ich das hier mache, weiß ich eigentlich auch nicht. Na, hier war hier nicht auch noch ein bisschen Dreck irgendwo? Nee. Sehr interessant finde ich, dass zum Beispiel hier der Beamer auch von hier aus funktioniert. Wenn ich ihn jetzt hochhebe, das finde ich ein bisschen schade. Ah, es geht doch. Normalerweise dreht er sich und dann kann ich ihn nicht mehr aktivieren. Aber ich kann ihn tatsächlich jetzt hier hinstellen. Und läuft er dann wieder? Nee. Aber wenn ich jetzt speichere und wieder lade, dann würde er wieder laufen, habe ich gemerkt. Und es ist irgendwie ganz lustig, dass sich auch das projizierte Bild entsprechend ändert. Ja, ist eigentlich simple Technik, aber es macht dann doch irgendwie Spaß. Was habe ich noch rausgekriegt in den letzten Minuten? Nicht viel. Wir sind hier in einem Vorführraum. Hier wurde wahrscheinlich auch über unser Gehirnimplantat geredet, das wir haben und das uns überhaupt diesen ganzen Betrug erst eingebrockt hat. So, was ich gemerkt habe, ist das. Achtung. Ha! Das ist schon irgendwie toll. Macht Spaß. Aber Tasten kann ich nicht leiden. Okay, unser Ziel ist hier da. Dieser Aufzug. Und was mir echt gut gefällt im Spiel, ist die Inneneinrichtung. Also es wurde meiner Ansicht nach so designt, dass man sich auch denkt, ja, das ist mal eine Zukunft, in der würde ich gerne leben. So ein bisschen wie bei Star Trek, wo auch alles aussieht, als hätten sie Teppichen an den Wänden. Aber man muss sagen, es ist dafür auch sehr wohnlich. Jetzt gehen wir zur Lobby. Und ich weiß auch nicht mehr als ihr. Ich habe es ja auch nur eine Stunde gespielt, habe jetzt auch nichts weitergespielt oder so. Es gab schon einen größeren Mimik, der mir schon deutlich mehr Angst macht als die kleinen Krebse, die da irgendwie rumlaufen. Und zwar können diese Mimics entweder auch zusammenschmelzen und dann sich so formen zu einer personengroßen Riesen-Mimic-Variante. Und ich habe halt nur diesen Schraubenschlüssel im Moment. Und die Goo-Kanone ist keine Waffe in dem Sinne, sondern ist eher so ein Tool oder ein Gadget. Deswegen bin ich durchaus vorsichtig. Ich brauche aber auch mal eine fette Waffe. Ich brauche irgendeine Waffe. Kann ich die ganze Zeit nur mit dem Schrauben, auch wenn es Spaß macht. Aber man kann nicht immer nur Schraubenschlüsseln. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Ja, kann man eigentlich machen, ne? Kann man mal machen. Oh, shit. Wir sind nicht mehr auf der Erde. Und ganz sicher nicht in Kansas. Cool. Irgendwie cool, aber auch beängstigend, dass wir die ganze Zeit dachten, wir wären auf der Erde. Warum dieses ganze Drama? Warum so ein Terror? Oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Vorsicht. Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Es erinnert mich immer mehr, vor allem diese sterbende Welt, in der man sich plötzlich befindet, immer mehr an Bioshock. Auch diese, ja, das ganze Interieur, die ganzen Optiken, dieses megalomanische, dieses völlig übertriebene, gigantische, hat, finde ich, doch ziemlich einen Bioshock-Vibe, was ich aber ganz klar als Lob meine. Kelly Randolph, du brauchst die Süßigkeiten nicht mehr, ich brauche sie viel mehr. Immer viel essen. Was ist das? Ihr seht ja, ich habe wenig Gesundheit. Ah, gut, jetzt mal mit dem Medipack ein bisschen gepusht. Das war ein Phantom, da steht er immer noch. Mit denen sollte ich mich wirklich nicht anlegen. Aber ich muss ja eh erstmal hier zu meiner Videodatei in mein Büro. Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen.
durchzukommen, wird schwierig. Der Hauptaufzug ist defekt. Laut System ist alles in Ordnung. Nur der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich eine Lösung finde. Okay, ich komme da also erstmal nicht hin. Oh, darf ich? Jetzt für eine Sekunde dachte ich, schlechter Platz, um stehen zu bleiben. Aber ich glaube, das ist ein freundliches Geschütz. Hier hat es auch schon ein paar Mimics erwischt, wie es aussieht. Unser Stationspsychologe Dr. Kohl bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden, einen Termin im Traumazentrum auszumachen. Oh shit, das sind die Großen. Was mache ich denn? Mit denen kann ich mich doch wirklich noch nicht anlegen. Kann ich mich vor denen verstecken? Nein. Ich kann höchstens... Oh, noch einer. Höchstens rennen. Da! Geschütz, hilf mir! Na, kommen die jetzt nicht mehr? Ich dachte... Hey! Ah! Okay, okay, okay. Ach du Scheiße, der kann schießen. Verrecke! Oh. Oh, das schöne Geschütz. Das war jetzt ganz schön anstrengend. Da habe ich mit so viel Action habe ich so früh im Spiel noch gar nicht gerechnet. Ich habe ja nichts. Wie immer lesen wir alle Mails. Einstellung der Volontäre. Hier der Code ist 8429. Treffen mit Gustav. Ich habe Ihre Anfrage weitergeleitet. Wir werden sehen, was Sie tun können, aber es gibt keine Garantie. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Soweit ich weitere Einzelheiten habe, teile ich sie mit. Besuch von Leitner. Sehr gut. Ikwe ist aufgetaucht, ruhig und höflich, hat Leitner die Hand geschüttelt, als ob er Angst hätte, ihn kaputt zu machen. Hat ihn gebeten, ein Album zu signieren, das er mitgebracht hatte. Leitner wirkt geschmeichelt. Das war also ein Pluspunkt. Wir haben versucht, es ihm so bequem wie möglich zu machen. Sein Zustand hat nichts an seinem Verlangen nach Zigaretten geändert. Seine Finger haben die ganze Zeit gezuckt. Es ist eine Schande. Dieses Talent, kein Wunder, dass er gescannt werden wollte. Okay. Warum? Er sich hat scannen lassen, weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht um seine Sucht nach Zigaretten in den Griff zu bekommen. Vielleicht aber auch einfach nur, weil es so eine Art von Bioverbesserung auch ist, natürlich. Ist ja im Grunde eine Augmentierung. Shit. Das war noch ein Nachzügler. Ja, wenn ich jetzt also irgendwann reparieren kann, kann ich auch dieses Geschütz reparieren. Hey, warum haben die alle ihr Passwort jetzt mal im Ernst? Warum habt ihr euer Passwort immer direkt neben dem Monitor? Das ist wie bei Deus Ex.
Ich kann die Verwartung haben, das Keypad von meinem Büro vermurkst habe, es auf 0451 zurücksetzen. Ich bin eine Weile in den Sim-Laboren. Falls Sie also was brauchen, bedienen Sie sich einfach. Das höre ich gerne, hätte ich ohnehin gemacht. Nein! Verdrückt. Willkommen zurück. Das war in den letzten 3 Jahren Ihr Zuhause. Das Video dürfte auf Ihrem Arbeitsterminal sein. Gegenstände in Abfallbehälter werfen. Nee, ich will, also ich, wobei, ja, ich habe ich hier irgendwelche Sachen, die ich wirklich nicht brauche. Ich würde die schon recyceln, wenn ich wüsste, was ich dann damit kriege. Das zum Beispiel nutzlose. So, gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich automatisch den ganzen Schrott übertragen. Okay, gab wohl doch mehr, als ich gedacht habe. Was passiert nun damit? Ah, okay, sind einfach nur entsprechende Rohstoffe jetzt. Cool, gute Idee. Kann ich sicher gebrauchen. Hier gibt's aber ganz schön viel geilen Scheiß. Viel einzusammeln, viel zu machen, viel zu klauen, viel zu recyceln. Und Energie muss ich mir auch noch besorgen. Ja, mehr habe ich leider nicht. Kurz noch einmal den Recycler benutzen. Seht ihr, ein bisschen was? Ein bisschen Schrott geht immer. Ich mag das irgendwie. Irgendwie ist das eine tolle Sache. Hiermit kann ich nichts anfangen. Ah, okay, der Fabrikator. Warum nur die blöde Rohrzange? Das ist doch das eine Instrument, was ich habe. Jetzt geht was anderes. Habe ich jetzt 2 davon? Nö. Ach doch. Schaden 10 bis 20, Schaden 10 bis 20. Ja, kann man eigentlich auch fallen lassen, ne? Ich brauche also mehr Pläne für den Fabrikator. Mann, was leben die hier? Goldene Telefone, goldene mechanische Uhren. Goldene planetarische Dinger. Zu schnell, zu weit. 1. Ja, da ging es um den Weltraumwettkampf zwischen den Russen und den Amerikanern. Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt in Ihrem Tresor. Ich will also meinen Tresor muss ich aufmachen. Oh, eine Neuromod. Aha. Kann ich das jetzt direkt mir mal ins Auge spritzen? Ja, geil. Installieren. So. Was brauche ich? Ein bisschen mehr Energie, wäre nicht schlecht. Hacking. Na, ich brauche auf jeden Fall die wichtigen Sachen wie Hacken und Reparieren. Hierfür brauche ich dann schon 4, okay. Anzugsmodifizierung. Hebelkraft. Egal, ich kann es ja eh noch nicht aktivieren. Obwohl, doch, den 2er kann ich aktivieren. Mal kurz schauen, was wir hier haben. Kondition, Kampffokus. Schwer zu entscheiden manchmal. Medikits, Effektivität erhöhen. Ja, aber warte, na, das brauche ich eigentlich auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich 2. Ja, komm, doch, dann nehme ich die Hebelkraft. Und dann nehme ich...
das hier. Beim nächsten Mal werde ich mich dann an die dicken Zweier und Vierer wagen. Cool. So, jetzt bin ich doch mal gespannt. Was wissen wir? Aha, geschafft. Was wissen wir wirklich? Ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Ich habe es hinter mir gelassen, aber es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht wie normale Menschen verhalten können. Heute bist du an mir vorbeigegangen, als ob ich Luft gewesen wäre, wenn ich dich mit irgendwas verärgert habe. Sag es mir. Dann können wir darüber reden. So zu tun, als wüsstest du nicht, wer ich bin, hilft da nicht weiter. Wir müssen schließlich zusammenarbeiten. Okay, Morgan Yu hatte etwas mit Mika, aber es ist wohl aus den, irgendwie hat es nicht funktioniert. Und jetzt die Frage, hat er sie ignoriert, weil er sie nicht mehr kannte, weil er längst schon neuromodifiziert war? Oder hat er einfach keinen Bock und hat so getan, als wäre er neuromodifiziert, damit er nicht mit ihr reden muss? Ja, die Anstrengungen, über die Anstrengungen, die Männer machen, wenn sie mit einer Verflossenen nicht mehr reden wollen. Bitte nehmt mir mein Gehirn weg. Löscht mich. Bitte nicht spören. Morgen. Wie angefordert werden Ihre Terminprotokolle automatisch in Ihre Suite in den Besatzungsquartieren weitergeleitet. Außerdem erhalten Sie die Vorräte aus dem Maschinenlabor. Sagen Sie Bescheid, ob alles wohlbehalten bei Ihnen eingetroffen ist. Falls nicht, werde ich mich darum kümmern. Wie in der letzten Woche werde ich dafür sorgen, dass Sie in der Zwischenzeit nicht gestört werden. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich noch etwas für Sie tun kann. Ich halte vor Ihrem Büro die Stellung. Jason Chang. Okay, ich habe noch ein Programm. Das finde ich sehr interessant. Hallo Morgen, diese LGV-Datei sollte einige Dinge erklären. Sorge dafür, dass du beim Anschauen allein bist. Das ist das Ding, wovon wir gerade gehört haben. Wo ist denn der Holoschirm? Oh, okay. Hallo Morgan, harter Tag? Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Was? Oh. Ja, scheiße. Das hätte ich jetzt gern gewusst. Bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste, verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Ah, schwierig. Es ist natürlich unser Bruder, deswegen gehe ich von vornherein erstmal davon aus, dass er uns eigentlich nichts Böses will, aber das klang ja schon nicht mehr so geil gerade. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Ja, ihr habt's gehört, was unsere Aufgabe ist. Da gehen wir auch gleich hin. Vorher aber müssen wir diesen Safe öffnen. Oh, der ist schon offen. Na gut. So, was mache ich mit den Waffen-Upgrades? Ich habe ja eigentlich nur eine Waffe und die ist gar keine Waffe. Und wie kombiniere ich? Ach so. Okay, will ich die Glue-Effizienz, die Bewegungsgeschwindigkeit, die effektive Reichweite oder die Nachladergeschwindigkeit erhöhen?
Ja gut, offensichtlich ist die Glue-Kanone auch eine Waffe. Hier steht es ja auch, um Ziele bewegungsunfähig zu machen. Deswegen finde ich es völlig okay, die auch zu verbessern. Ah, aber hier bin ich noch nicht. Okay, was wäre das? Ja. Bin kein Fan von Reichweite und Bewegungsgeschwindigkeit. Gibt zwar sicher Situationen, wo das richtig Sinn ergibt, aber irgendwie will ich mir meine Items jetzt auch nicht für Sinnlosigkeiten verballern. Apropos ballern. Warten hier draußen jetzt wieder Leute? Kann ich das jetzt hacken? Nein, immer noch nicht. Hacker 2 brauche ich dafür. Hier war ich auch schon. Nee. Oh oh. Na, da ist doch schon wieder einer. Jetzt probieren wir doch mal die Goo-Waffe aus. Aber ich will den ja eigentlich auch kaputt machen. Okay, das geht also auch. Bewusstsein, das Feuer, eine Gleichung. Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das subjektive Wesen von Erfahrung, mein Innenleben, wissenschaftlich erklärt werden? Entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn? Oder handelt es sich um eine fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teile der Substanz des Universums sind? Naja, ein klein wenig esoterisch ist es dann schon. Bewusstsein ist einfach nur eine Geschichte, die sich dein fucking Hirn erzählt. So, I said it. Es gibt außerdem keine Religion und Mathe müsst ihr nie lernen, braucht ihr nie wieder im Leben. Ein bisschen aufgeräumt hier. Bitte räumen Sie die restlichen Kisten so bald wie möglich in mein neues Büro in der Neuromod-Abteilung. Bellamy's Umzug. Ich nehme an, da muss ich als nächstes hin. Das Gehirn wurde einst als zu warm, feucht und störbehaftet für scheinbar empfindliche Quantenprozesse angesehen. Die Entdeckung der Quantenkohärenz in biologischen Abläufen, wie zum Beispiel bei der Photosynthese der Pflanzen, der Navigation von Vögeln und unserem eigenen Geruchssinn, haben jedoch den Weg für die nachfolgende Entdeckung von Quantenvibrationen in den Mikrotubuli der Neuronen geebnet. Das sage ich doch schon die ganze Zeit. Wirklich seit Jahren rede ich mir den Mund fusselig. Die Mikroebenen der Turubuli mit dem Riechen. Und keiner hört auf mich. Sylvain, ich vertraue Ihnen mein Gehirn an. Sie machen gute Arbeit, hoffentlich auch weiterhin. Wenn die Tests nicht erfolgreich sind und irgendwas schiefläuft, dann richten Sie Alex bitte aus, dass es nicht seine Schuld war. Ich habe mich immerhin freiwillig gemeldet. Wenn sich die Tests in die Länge ziehen, sollten Sie Ihr Büro vielleicht runter zum Simlab verlegen. Weniger Aufwand für Sie und Sie können ja wieder nach oben umziehen, wenn wir unseren Erfolg gefeiert haben. Genau. So, dieses Büro suchen wir jetzt. Denn die Dame kennt sich aus mit meinem Gehirn. Okay, Grundlagen für die Kämpfe. Brauche ich nicht. Ah! Der Mülleimer war in Wirklichkeit gar kein Mülleimer. Oh. Ist ja furchtbar. Pam, pam, pam! Pam, 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 pam. Jawohl. Eine Waffe endlich mal. Eine richtige Waffe. Oh shit, das war gar keine. Aber du bist eine. Gut, gut, gut. Moment. Also wenn hier ein flammbarer, was ist das, so ein Oxygenrohr und hier ist ein Explosivkanister, da kann man schon mal schießen. Hm. Unspektakulärer, als ich es jetzt erwartet hätte. Aber kann natürlich hier und da schon mal für Ärger sorgen. Oh, 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 kann sogar verbrennen. Ich gehe ja schon weg. Ja, jetzt habe ich mir hier ein kleines Problem geschaffen. Habe ich gerade auch gemerkt.
Ne. Moment, das hat sich doch gerade hier in diesen... Wusste ich doch. Hey, jetzt ist ja wieder was anderes. Hier diese... Hahaha, ich habe gesehen, dass du eine Vase bist. Und jetzt bist du ein Buch. Und jetzt bist du tot. Ah, okay, man kann natürlich auch Gegenstände werfen und Gegner damit verletzen, wie in Deus Ex. Hoffentlich spiele ich hier ein bisschen besser als in Deus Ex damals. Aber ich habe seitdem enorm viel gelernt. Unter anderem, dass ich immer nur auf Normal spiele. Ihr müsst jetzt kurz euch die Werbung angucken. Die lohnt sich aber. Ich habe sie handverlesen. Und danach sehen wir uns wieder hier mit Prey. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Wege, endlich ein bisschen was in Erfahrung zu bringen. Und diesen Tutorial-Kram hinter uns zu lassen. Und dann geht's in die Vollen. Dann wird die Raumstation mal so richtig umgekrempelt. Es weht ein neuer Wind durch die Raumstation. Bis dann, gleich. Simon Kretschmer allein auf einer verlassenen Raumstation. Was kann da schon schief gehen? Ich bin offensichtlich äußerst kompetent in jeglicher Lebenslage. Und ich habe meinen wichtigen Freund dabei, die Rohrzange. Außerdem auch mittlerweile eine schallgedämpfte Pistole. Und ich zeige sie gerne mal. Moment, nehme ich lieber das Waffenrad. Das sieht cooler aus. Die Glue-Kanone, mit der hier auch schon geschossen wurde. Das war allerdings nicht ich. Aber warum da nicht auch mal einen kleinen Glue-Pfropfen und kleinen Steinpopel hinrotzen? Aktuell muss ich eigentlich nur dahin, wo hier mein Missionsmarker hin zeigt. Ich finde es aber auch gerade sehr interessant, mir alles anzugucken. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt wieder drauf schießen, dann explodiert das. Hat in dem Fall nicht viel geschadet, könnte aber schlimmer sein. Wenn ich das hier repariere, dann funktioniert der Recycler wieder. Und ich kann Müll entsorgen und in Rohstoffe verwandeln. Und jetzt gucken wir doch mal, was hier mit der Gu-Waffe los war. Was mich noch interessiert, da bin ich mal sehr gespannt, bleibt zum Beispiel dieser Klumpen, bleibt er jetzt für immer hier, den ich da hingeschossen habe, oder verschwindet er früher oder später? Das will ich noch rausfinden. So, jetzt nehme ich an, es wird wieder ein bisschen geladen. Kann ich mal kurz immer nutzen, um zu resümieren, weil die Ladezeiten sind dann doch immer so 30 Sekunden. Ich war unsicher am Anfang, ob mir Prey gefallen wird, weil ich diese seltsamen, schwarzen, schattenartigen Tintenklecks-Monster nicht so geil fand. Jetzt muss ich aber sagen, die passen super irgendwie in dieses mysteriöse Konzept. Und sie sind auch im Kampf eigentlich viel spaßiger, als ich es erwartet habe. Also sie können ja wirklich auch verschiedene Größen annehmen. Sie können sich verwandeln. Sie sorgen immer wieder dafür, dass man kurz aufschreckt, weil man dachte, ah, die Klopapierrolle, die benutze ich aber jetzt. Und dann, ach, doch, wieder nur ein Alien. Und natürlich sind sie auch, wie wir gerade erfahren haben, mit in die Story verwoben. Also wir finden wahrscheinlich noch viel mehr darüber hinaus heraus, warum wir überhaupt in dieser Situation stecken. Und so wie es aussieht, haben wir uns ja mehr oder weniger selbst gemeldet für das ganze Experiment. Dass es jetzt ein bisschen schief gegangen ist, das kann natürlich immer passieren. Deswegen sollte man seinem fettleibigen Bruder niemals das eigene Gehirn anvertrauen. Das ist ein genereller Tipp von mir. Das integrierte Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Ja, das ist einer von den... ich weiß nicht, wie sie heißen, aber das sind so kleine Roboter, die normalerweise mir den Weg weisen oder mich von A nach B bringen oder irgendwas. Also Service-Bots. Und wie man sehen kann, sind sie jetzt alles andere als das. Jetzt sind sie Mörder-Bots. Ich habe sie gefunden. Nein! Schneiden! Anzug wurde beschädigt. Ah, shit, okay, er ist sehr schnell. Oh Gott, keine Muni mehr. Puh, ist gar nicht so einfach. Die sind gar nicht so ohne. Aber dafür kriege ich doch jetzt... Nö. Jetzt habe ich gedacht, ich krieg dafür irgendwie geilen Loot. Aber da war ja gar nichts hier. Doch, na gut, ein bisschen. Nicht genug. Nicht genug Loot für die Mühe, die ich mir gerade gemacht habe.
zu schnell, zu weit. Da geht es immer noch um, ja, geht's um das Weltraumprogramm. Was ja letzten Endes, ich brauche es jetzt nicht vorlesen, aber ihr habt ja wahrscheinlich damals aufgepasst, durch den politischen Druck war es natürlich ein leichtes, viel Geld klarzumachen für die NASA. Und jeder wollte dieses Wettrennen gewinnen. Dadurch wurde natürlich ein echter Rüstungswettstreit auf intellektueller Ebene sozusagen erzeugt, der dazu geführt hat, dass man die Raumfahrt um Jahre vorangebracht hat. Was, wie man ja heute sieht, nicht so einfach ist, wenn man gleichzeitig keinen Grund hat. Oh, der Weltraumaufzug, ja, da habe ich jetzt vor kurzem vorgelesen. Mithilfe des Storchenturms, des ersten funktionsfähigen Weltraumaufzugs, konnten die Vereinigten Staaten zu Beginn einen Großteil aller Aktivitäten und das Handel in der Erdumlaufbahn kontrollieren. Mittlerweile holt der Rest der Welt jedoch auf. Laut Berechnungen zum der Vereinigung der Raumfahrtindustrie wäre der Bau eines zweiten Weltraumaufzugs unter Zuhilfenahme der Storchenturmanlage zu einem Viertel der ursprünglichen Kosten machbar. Verständlicherweise schrecken die USA davor zurück, beim Bau einer günstigeren Plattform zu helfen, die Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Für die Betreiberfirma des Aufzugs rechtfertigen die beachtlichen Investitionsrisiken den Schutz dieses wirtschaftlichen Bereichs. Ja, Weltraumaufzüge. Fände ich auch geil, gibt es im Moment nicht, weil es keinerlei Material gibt, was stark genug wäre, um diesen Kräften standzuhalten. Terraforming des Mars, okay, krass. Yu zeigt mir einen grauen Moos, einen speziell für diesen Zweck entwickelten extremophilen Organismus. Die unspektakulär wirkende Pflanze namens Takaki Katarine ist in Wirklichkeit jedoch eine äußerst effiziente organische Maschine, mit der die Marsatmosphäre im Laufe mehrerer Jahrhunderte dahingehend umgewandelt werden kann, dass sie unserer eigenen stark ähnelt. Spannendes Thema. Ist natürlich alles Science-Fiction, aber ich halte es jetzt auch nicht für komplett unwahrscheinlich, dass man irgendwann sowas vielleicht mal schafft. Okay, was ist das? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ah, okay. Das ist einfach Spiritus. Sieht aber geil aus. Will nur nichts verpassen, deswegen gucke ich mich nochmal um. Ich habe das Gefühl, hier irgendwas wäre noch. Aha. Da sieht man nicht viel. Ist kein gutes Teleskop. Was machen die ganzen Zitronenschalen hier? Wer isst denn bitte Zitronen pur und lässt dann auch noch die Schalen liegen? Das passiert doch einfach nicht. Oder isst man in der Zukunft plötzlich? Naja. Wenn man wissen will, wie etwas funktioniert, man ist verlegen. Das werde ich untersuchen. Meine Diagnose ist Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Ah, jetzt hau ich erstmal ab. Ja, die Glukanone ist schon eigentlich das Beste dafür. Ja, die ist eigentlich super. Ich meine, man kann wunderbar blockieren damit und dann drauf bremsen. Was ist denn jetzt passiert? Bin ich durch das Werfen gerade gestorben? Okay, komisch. Das ist komisch. Das muss ich nochmal probieren. 61 habe ich. Alter, das macht mir ja wirklich Schaden. Aber warum? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum mir das Schaden macht. Da muss ich nochmal ein bisschen investigieren. Kann ich hier die... Ah, geil, wusste ich doch. Kann man nämlich alles mitnehmen. Hier, die Aloe Vera Pflanze. Soll mir gefälligst mal ihre Blüten geben. Gib mir all deine Blüten.
Nee. Über die Rohrzange bin ich längst hinweg. Wir brauchen keine stinkenden Rohrzangen. Okay, nichts Besonderes. Jetzt muss ich einmal noch mal ganz kurz hier durch und alles noch mitnehmen. Oh, für den ist es überhaupt nicht gut gelaufen hier. Kann ich denn jetzt, das interessiert mich, kann ich denn jetzt mit dem Teleskop? Da ist er. Oh, tschüss. Ich hab doch gesagt, wenn du die Station verlässt, winke ich dir zu. Naja. Kann man mal machen. Ihm schadet's nicht. Ich weiß doch, dass hier noch einer ist. Da. Meine Diagnosen. Das ist schon irgendwie geil. Ja, und jetzt? Oh, oh, er verliert langsam. Ich weiß, dass ich hier eben gleich hin muss. Aber warum nicht erst noch mal? Oh oh. So. Ach, hier kann ich gar nicht lang. Ich dachte, hier muss ich irgendwas machen. Der Kelch. Der Kelch eines Zimmermanns. Hui. Was kann ich hier mit dem Verteilerkasten machen? Oh, da war doch was. Eine Neuromod. Einfach mal so. Liegt die da einfach so in der Ecke? Kann man eigentlich gleich mal aktivieren. Warum warten? Oh, wo ist denn meine Neuromod? Könnte eigentlich auch mal. Ja. Neuromod. Ich finde sie nicht. Kann ich das nicht hier? Psychoskop, keine Chipsätze, Neuromods. Hier kann ich. Wie viel habe ich denn? Eins. Das reicht nicht. Habe ich irgendwo einen Einer? Den. Kondition. Ja, das kann man machen. Ich will irgendwie alles immer. Boah. Shit. Der wollte da hoch. Der wollte da hoch, er kam sogar da hoch, aber wurde erwischt. Okay. Oh, und diese Spuren hier könnten ja auch interessant sein. Nee, doch nicht. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Bier getrunken auf einmal. Das hier wirkt wie so eine Art Kino. Ach, hier konnte man, ja, den Hardware Labs bei der Arbeit zugucken. Soll ich hier runterhüpfen? Ah, okay, komm. Okay, ist hier noch was? Nee. Wieder mal die Luftschleuse. Merkt euch das, wenn ihr irgendwo hängt. Luftschleusen, Luftschleusen, Luftschleusen. Kann ich hier... Ah, okay.
Was ich irgendwie nicht kann, ist so schöne Wege schaffen. Aber ich komme trotzdem ganz gut hier durch. Hat mir aber schon noch ein bisschen geschadet. Eine EMP-Ladung. Setzt einen großen Schock effektiv gegen Robotergeschütze und andere Einheiten. Okay. Danke. Muss ich das hier... Muss ich da durch? Oder gibt es hier noch irgendwo einen anderen Weg? Eine weitere Luftschleuse zum Beispiel. Ah, fuck! Na gut, probieren wir es mal so. Ah, okay, die kann man zerhauen. Aber verdammt, hier ist gar nichts. Oh, kann ich da hoch? Ja, das sieht aus, als könnte ich da mit der richtigen Waffe hoch. Deswegen hat man eben in der Zwischensequenz auch extra nochmal einen gesehen, glaube ich. Geht's nicht höher? Oh. Extra nochmal einen gesehen, der das benutzt hat. Okay. Ich weiß, wie man die benutzt, aber sie funktioniert noch nicht so hundertprozentig so, wie ich es gerne hätte. Aber es reicht. Ha! Okay. Ich glaube so. Ich glaube, man sollte den Kanister schießen, werfen und dann schießen. Wir müssen Ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Das hat ganz gut funktioniert. Kann man sich merken. Ah, und wieder eine neue Waffe, eine Recyclerladung. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerlegt sie die molekulare Struktur von Objekten in ihrer Nähe in recycelbare Materialien. Na hoffentlich geht so ein Ding nie in der Hosentasche auf. Das wollen wir nicht. Aber an sich eine coole Waffe. Ich mag eh, dass die Waffen alle sehr experimentell aussehen und scheinbar auch so funktionieren und man nicht auf die klassischen, ja, ich sag mal Standard-MGs oder so sich konzentriert hat. Ja, Exterior Breach Detected. Das wäre also dumm, jetzt hier irgendwie reingehen zu wollen. Nee, kann man auch nicht. Könnte ich nicht den Breach mit dieser Waffe einfach zustopfen? Na, wahrscheinlich schon, aber nicht jetzt. Was ist eigentlich das hier? Kommt da auch was raus? Nee. Oh, geil. Da sehe ich doch schon irgendwas Interessantes. Weiß ich nicht. Mhm. Okay. Unbekanntes Material. Während meiner Tests der Recyclerladung ist etwas Eigenartiges passiert. Ich hatte das normale Ausgangsmaterial in die Kammer gelegt und die Ladung gezündet. Was dabei herauskam, war mit etwas vermischt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Einer lilafarbenen, fast organisch wirkenden Substanz.
Vielleicht war das Ausgangsmaterial mit irgendetwas kontaminiert. Ich weiß nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Also habe ich das unbekannte Material erstmal in den Tresor gelegt. Ups. Recyclerladung Fabplan. Wie mir mitgeteilt wurde, benötigen Sie einen aktualisierten Fabrikatorplan für die Recyclerladung. Hey, zufällig habe ich noch einen Plan in meinem Quartier. Erinnern Sie mich vor dem nächsten Schicht daran, dann bringe ich ihn mit. Forscheralltag sozusagen. Ja, das würde den Chemiker in mir interessieren, ob das diese Perioden Tabelle auch korrekt ist oder ob hier noch vielleicht sogar weitere zusätzliche chemische Elemente aufgezählt sind. Ich kann keine erkennen auf den ersten Moment. Alles ist da, wo es hingehört. Zink ist da, Kobalt, Na und Ca und natürlich das wichtige Sr und Og. Dann ist die Welt noch in Ordnung. Da liegen sie. Eigentlich würde ich euch gerne drin lassen. Habt ihr noch irgendwelche? Sind es gute Items? Kann ich die Items gebrauchen? Lohnt es sich, euch da rauszuschießen? Irgendwie glaube ich nicht. Oh, der neue Code für den Ballistiktresor. Den habe ich hier um die Ecke gefunden. Sind die raus? Die Musik macht mir Angst. Nö, die sind immer noch hier. Ah, so kann man es aber wahrscheinlich machen. Okay. Es ist komplett anders gelaufen, als ich es irgendwie erwartet hätte. Aber auch sehr schön zu sehen, dass der Spiritus hier auch brennt. Also da kann man sicher noch einige Rätsel mit lösen. So, erstmal den Code. Da lag noch was. Kopfhörer. Och, komm. Material. Exotisches Material. Das ist die lilafarbene Klumperei, von der eben zu lesen war. Tag des Vorfalls, 21. Oktober. Angestellte Lilly. Beschreibung: Recyclerladung explodierte in Reichweite meines Fußes. Die organische Materie, die einst Teil von mir war, ist nun fein säuberlich zu dieser Kugel komprimiert, die Sie vor sich sehen. Passen Sie gut auf. Die ich gerade aufgenommen habe? Ich weiß es nicht. Was mache ich? Kammer öffnen oder Recyclerladung auslösen? Das will ich sehen. Ha! Das ist ja geil. Jetzt habe ich die in dieses exotische und das organische Material verwandelt. Haha, geil. Also, mit der Recyclerwaffe kann ich die auch sehr leicht erledigen. Aber es macht halt auch Spaß, mit der guten alten Rohrzange drauf zu hauen. Ja, okay. Hier haben wir, glaube ich, jetzt alles erledigt. Oder? Ja. Das war lehrreich. Hier ist auch wieder interessant. Ah, das ist ein Aufzug, der nur mit so Schwebekraft funktioniert. Okay, uiuiui. Na gut, dich nehme ich noch mit und hören dich noch kurz an. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie, ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher.
Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Wow. Okay, das war dumm. Ich habe auch jetzt gar nicht mit gerechnet, dass die schießen können. Ich meine, ich habe es natürlich vorher schon mal gesehen, aber das kam jetzt unerwartet. Wie gut, dass ich noch einen Explosivkanister getragen habe. Da hat er sich sicher gefreut. Hat sich der Mimik gedacht, oh, das ist aber leicht. Ja, kann ich aber früh Feierabend machen heute. Guck mal hier, der ist ja nur noch ein Bröckchen. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Dum, 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 dum. So. Was habe ich denn? Okay, er hat immerhin hier gespeichert. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie... ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Diese Seite des Labors wurde durchbrochen. Vakuum, Schwerelosigkeit. Über eine externe Luftschleuse der Werkstatt können Sie ihn erreichen. Sie müssen zuerst Ihren Anzug mit einem Antriebssystem verbessern. Na gut. Und dann kriege ich endlich hier diese Keycard. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie... Achso, die haben wir doch schon. Kann ich hier abbrechen? Na, egal. Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. So. Diesmal machen wir es richtig. Oh, der kann auch noch durchschießen. Der wird nur verlangsamt, weil er so stark ist. Ah, okay, ich habe keine... Verstehe, ich habe keinen Platz mehr. Gibt's denn hier nicht Kram, den ich essen kann? Gibt's denn hier nichts, was ich essen kann? Was mache ich überhaupt mit dem ganzen Kram? Was soll ich denn mit 3 Pistolen? Schallgedämpfte Pistole, so viele brauche ich nicht. Okay. Während ich noch versuche herauszufinden, wie ich die Waffe fallen lasse. X. Okay, geht sogar. Und vielleicht lasse ich den blöden Sekt auch noch weg. Und dann kann ich wieder ein bisschen was einsammeln. Ja, währenddessen müssen wir jetzt leider schon wieder zum Ende kommen. Ich finde aber, wir haben eine Menge erreicht. Wir hatten auch viel Spaß. Wir sind hier auch durchaus in der einen oder anderen Position, richtig was rauszufinden. Und haben bisher noch keine windbare Hürde gefunden. So viel hier zu sehen, so viel Kram mitzunehmen. Ah, ich kann mich gar nicht entscheiden. Wieder ein Passwort. Makro 11. Wir müssen aber aufhören. Tut mir leid, das war's jetzt erstmal mit dieser Runde Prey. Ein sehr schönes Spiel. Originell, anders. Trotzdem fühlt es sich so an, als ob man schon mal was in der Art gespielt hat, weshalb man schnell reinkommt. Und ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir Prey spielen, mal gucken, ob wir es durchkriegen. Ich habe ein gutes Gefühl. Bis dann.